Hi, herzlich willkommen bei den Lightning Talks von Jugendhack Berlin 2019. Ich freue mich sehr, dass wir schon ein fast volles Publikum haben quasi. Und besonders freue ich mich auf unseren ersten Lightning Talk, quasi ein Highlight mit Daniela Berger. Und zwar ist die Frage, wohin mit dem Code? Eine Einführung in Git. Viel Spaß. Genau. Das wird jetzt, ich werde hier ein wahres Feuerwerk abbrennen. Es wird euch gar nicht auf den Sitzen halten. Worum geht es eigentlich? Git ist oder allgemein sogenannte Versionskontrollsysteme sind eine der grundlegenden Fähigkeiten, die man haben muss, wenn man mit mehreren an einem Projekt arbeitet. Wenn man alleine Software entwickelt, dann kann man ohne klarkommen, ohne Versionskontrollsysteme wie Git oder Subversion oder was auch immer. Aber wenn man mit mehreren arbeitet, dann endet das in Tränen oder mit Blutvergießen, weil man schreibt dann Code und dann hat man sich vielleicht geeinigt, wo man den hinschiebt. Und dann habe ich an dem Code gearbeitet und du auch und plötzlich überschreibst du mir meine Änderungen. Und dann komme ich zu dir rüber und sage, war nicht so cool, wenn ich noch ruhig bin. Und deswegen haben die Leute halt Git entwickelt. Und das ist eben halt dadurch oder ist dafür da, dass wir halt Code teilen können. Git ist ein Verwaltungssystem, das dafür sorgt, dass wir mit mehreren auf derselben Codebasis arbeiten können. Wir arbeiten zusammen an Puzzleteilen und am Schluss kann man das zusammensetzen. Das heißt, einerseits machen Versionskontrollsysteme, die gehen mit Konflikten um und andererseits haben sie die Historie von der Software im Auge, sodass, wenn irgendwas schiefgegangen ist und wenn wir festgestellt haben, hey, wir haben uns mit der Version komplett verrannt, dann können wir sagen, ist in Ordnung, wir gehen wieder an diesen Punkt zurück. Git ist nicht immer einfach, ja. Git gets easier once you get the basic idea that branches are homeomorphic endofunctors mapping submanifolds of a Hilbert space. Das habe ich auch nicht verstanden. Wir kriegen das trotzdem hin. Man braucht gar nicht alles von Git und im Zweifelsfall holt man sich Hilfe von Mentoren und Mentorinnen. Und im Zweifelsfall werdet ihr, wenn ihr da was Komplizierteres erwischt habt, werdet ihr auch feststellen, dass die Mentorinnen und Mentoren auch googeln müssen. So. Was man braucht, also auf Linux und macOS ist meistens Git schon installiert. Wir können das ja hier mal ausprobieren. Which Git? Wir haben ein Git, sehr schön. Großartig. So. Bei Windows muss man die Git Bash installieren und dann kann man damit weiterarbeiten. Und es gibt für Git auch grafische Programme und es gibt für ganz viele Editoren gibt es Plugins, die Git grafisch aufbereiten. Was man sich jetzt, was man sich klar machen muss, bei Git hat man ein sogenanntes Repository. Das ist das, wo wir in unserem Projekt unseren Code hinschicken. Und das heißt, wenn irgendjemand hat das Repository idealerweise irgendwann angelegt und dann kommt ihr neu in das Projekt rein und sagt, ich brauche den Code und dann sagt ihr dem Git, hey, ich brauche bitte mal einen Abzug von dem aktuellen Stand des Codes und dann wird der ausgecheckt. Das nennt man, läuft auch über Git Checkout. Dann wird der ausgecheckt. Und dann habt ihr eine lokale Kopie von dem Code und dann könnt ihr da ändern und dann könnt ihr irgendwann sagen, hey, das was ist jetzt soweit fertig, das wird wieder nach oben wieder ins Repository geschubst, damit die anderen da auch drauf klarkommen und das macht ihr, indem ihr das erst edit, dann committed und dann pushed. Das sind diese drei Schritte, ohne die das halt nicht geht. Und dann wird das tatsächlich wieder in das Repository eingebaut. Git guckt dabei nach, ob es Konflikte gegeben hat und weist euch da gegebenenfalls drauf hin. Und dann steht das dem Nächsten zur Verfügung. Außerdem gibt es die Möglichkeit, bei Git sogenannte Branches anzulegen. Das heißt, wenn ihr erstmal irgendwo in Ruhe an irgendwas rumfummeln wollt, dann könnt ihr könnt ihr abzweigen von dem derzeitigen Code und dann auf dem Branch weiterarbeiten und dann hinterher den Branch wieder reinmergen. Gut, wenn man jetzt zum ersten Mal mit Git anfängt und zum Beispiel eine Git Bash oder ein Git auf dem Rechner hat, dann kann man halt diese Kommandos angeben, mit denen man seinen Namen und seinen E-Mail angibt. Und dann kann man hier mit dem sogenannten SSH Key Gen kann man einen SSH Key generieren, weil man muss sich einen, na, wo sind wir denn? Man kann sich unter GitHub.com oder unter GitLab.com, das könnt ihr euch aussuchen, macht keinen großen Unterschied,
einen Account anlegen. Also die meisten Repositories liegen halt unter GitLab oder GitHub. Und da kann man dann sich einloggen, müsst ihr euch einen Nutzerplatz anlegen. Genau. Genau. So. Das war das, was wir eben hatten, SSH KeyGen. Dann wird ein privat, also diese Keys, die bestehen aus einem öffentlichen und einem privaten Key. Und den öffentlichen, den könnt ihr überall verteilen und den privaten müsst ihr geheim halten, nicht rausgeben. Ist mir schon mal passiert, dass ich einfach beide rausgegeben habe, dann kannst du die wegschmeißen. So, hier könnt ihr einfach sagen, ja, ist in Ordnung. Die werden dann nach Userpub SSH ID RSA geschickt. Machen wir einfach mal und dann gibst du eine Passphrase ein. Ich gebe hier einfach mal Test 1, 2, 3 ein. 1, 2, 3, 4 sogar. Nochmal. Falls er sicher sein soll, sage ich 1, 2, 3, 4. Und dann habt ihr hier ein, habt ihr unter Cut Users Pub SSH RSH Pub. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier einmal ID RSA und einmal RSA Pub. Und das Pub ist natürlich der Public Key. Und den kann man sich mal mit Cut anzeigen lassen. Und dann könnt ihr das Ganze hier in Kontrolle nehmen und kopieren. Und dann, wenn ihr einen GitLab-Account habt, dann habt ihr unter eurem Account in den Profiles oder im Setting. Moment, haben wir gleich. In den Settings gibt es die, na, hilf mir einer auf die, da hier, SSH-Keys. Und da könnt ihr die hier einfach eintragen. Und der Witz an der Sache ist dann, dass das Repository diesen, den ihr hier eingegeben habt, dass das GitHub den SSH-Key, den ihr hier eingegeben habt, mit dem auf eurem Rechner offiziell automatisch vergleicht und damit euch sozusagen gegen das Repository autorisiert und weiß, dass ihr da mitarbeiten dürft. So, jetzt muss ich eben meine Präsentation wiederfinden. Genau, das sind so Sachen, also ich weiß nicht, können wir diese Präsentation einfach gleich, damit die Leute sich das nochmal angucken, können wir einfach publizieren, ne? Genau, dann braucht ihr nicht mitschreiben und nichts. So, das gemeinsame Projekt nennt sich halt Repository, das Downloaden nennt sich Klonen und das macht man, indem man, Git Clone und dann den Namen oder die Adresse des Projektes eingibt. Die meisten Projekte, wenn ihr tatsächlich in dem hier drin seid, und Projects, meine Projects, habe ich Projekte? Wenn ihr über GitLab gibt, dann gibt es meistens einen Link, wo ihr das einfach runterladen könnt. Ich habe tatsächlich kein Projekt. Wie traurig ist das denn? Bin ich in Gruppen? Offenbar bin ich eher auf, warte mal. Eine Stunde später. Wie verhext. So. So, jetzt haben wir aber hier Projekte. So, irgendwas zum Beispiel. Ich habe mal den Contributor Covenant übersetzt. Und da gibt es halt die Möglichkeit, irgendwo hier müsste es die Möglichkeit geben, hier zum Beispiel Clone or Download und dann könnt ihr hier habt ihr hier sozusagen die Adresse, die ihr dann runterladen könnt und die könnt ihr dann hier auch
kopieren und hier eintragen. Ne? Das heißt, ihr würdet dann hier sozusagen Git clone und dann die Adresse eures Projektes. Und dann würde er euch sich die lokale Version runterladen. Ihr könnt dann in My Project, also das Ding, das heißt halt hier My Project, und wenn ihr dann in den Ordner, er legt euch dann den Ordner an und dann könnt ihr in den Ordner reinwechseln und dann kann man zum Beispiel mal mit Vim oder mit was auch immer an der README rummachen und die ändern. Und wenn man dann Änderungen gemacht hat, dann sagt man git add README. Man kann auch git add Punkt machen, dann nimmt er einfach das komplette Verzeichnis. Dann kommt das sogenannte Commit und da ist mit minus M für Message, könnt ihr in Anführungszeichen eine Message angeben. Bitte tut das, sonst habt ihr hinterher lauter Commits drin, von denen ihr nicht mehr wisst, was es eigentlich war. Schreibt meine erste Änderung, schreibt, was da passiert ist, habe Tippfehler gefixt und so weiter und so weiter. Das sieht man dann auch hier hinterher in den, keine Ahnung, das sieht man dann, die sieht man dann hier, dass man sagt hier added license, forgot, ne, changelog, color scheme, was auch immer. Das sind dann hier die, wie heißt es, lass mich in Ruhe, das sind dann hier die Commit-Messages, wo man sehen kann, was passiert ist und wo die Leute dann auch auf Anhieb sehen können, was ihr da gerade gemacht habt. Genau. Und dann wird als letztes Git Push gemacht. Da kann das sein, dass er nochmal nach dem Passwort fragt. Und dann schiebt er das halt auf das Repository. Also das Add heißt erstmal nur, das sind die Dateien, die ich jetzt hier in die Versionskontrolle nehmen will. Committen heißt, mach sie soweit fertig. Und erst mit dem Push kommen sie dann tatsächlich ins Repository. So. Jetzt haben wir, können wir feiern, yay, wir haben was ins Repository geschrieben. Und wenn wir was runterziehen wollen, dann machen wir das mit Git Pull. Wenn wir gerade in dem Projekt drin sind, machen wir das mit Git Pull und dann kriegen wir automatisch die neuesten Änderungen, die sich bisher auf dem Projekt ergeben haben. Beides sollte man regelmäßig tun, weil je weiter ich zulasse, dass meine lokale Datei sich von dem, meine lokale Kopie sich vom Repository entfernt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hinterher beim Wiederzusammenführen zu Konflikten kommt. Und deswegen also regelmäßig Sachen committen und pushen und regelmäßig auch pullen, weil damit sich das gegenseitig ausgleicht. Wenn man einen Fehler gemacht hat, kann man mit dem Checkout, das heißt eben halt, hol mir wirklich die überschreib's auch, kann ich mit Checkout minus minus Filename mir die letzte Version aus dem Repository runterholen und damit meine überschreiben. Wären jetzt so Sachen, die ich auch googeln müsste, wenn man also wirklich komplett Mist gebaut hat, dann kann man also hier mit eskalierender Härte sozusagen auf die lokale Kopie zuhauen. Ne? Also das ist, das passiert alles lokal. Genau, Branches. Das ist eben halt genau diese Sache, wir machen das zum Beispiel bei mir auf Arbeit, machen wir das häufig, dass wir den sogenannten Development Branch haben, da ist alles drin, da ist auch das drin, was gerade sozusagen Stand der Dinge ist. Und wenn ich jetzt an einer neuen Funktion arbeite, dann erzeuge ich einen neuen Branch, arbeite darin in meiner Funktion und kann damit auch Dinge kaputt machen, weil das läuft parallel. Und meine Kollegen wissen, dass wenn sie irgendwas auf unsere Server schieben, dann kommt das immer aus dem Development Branch und der funktioniert immer. Und erst wenn ich sicher bin, dass mein Branch funktioniert, dann wird der wieder in den Development reingemerged. Das ist eine gute Technik, dass man einen Development Branch hat und dann im Zweifelsfall abbiegt. Das heißt, ihr würdet ein Git Checkout minus B heißt, wenn es diesen Branch noch nicht gibt, dann erstelle ihn bitte, Feature X. Wenn ihr dann entweder wie Master oder Development, das sind so zwei gängige Sachen, die man da benennen kann. Wenn ihr zu einem anderen Branch zurück, dann macht ihr das mit Git Checkout anderer Branch oder wieder zurück Git Checkout mein Branch. Und wenn ihr das erste Mal versucht, einen Branch zu pushen, dann sagt er euch, das geht so nicht und gibt euch ein Kommando, das ihr stattdessen benutzen sollt. Und dann, das ist irgendwie so Git Push Origin und so weiter und so weiter. Das macht er mehr oder weniger automatisch. Wenn ihr dann fertig seid und euren Branch in Development reinmergen wollt, dann müsst ihr Development
auschecken, also Git Checkout Development oder Git Checkout Master und sagt dann Git Merge mein Branch und dann wird versucht, den dann wird euer Branch ins Development reingemerged. Kann man auch wieder löschen, auch so ein Ding, genau. Ihr werdet irgendwie, also wie gesagt, ganz wichtig, keine Panik, ihr werdet irgendwie in 99% der Fälle irgendwie mit Add, Commit und Push und Pull und Branch werdet ihr auskommen. Das ist, wenn man ein bisschen Übung gekriegt hat, ist das alles gar nicht so schlimm. Wir sind alle in der Gegend und sind auch im Sulip und helfen gerne. Wir hatten schon, dass man lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Hier sind Git Cheat Sheets. Alle Leute arbeiten damit. Das heißt, man kann Dinge auch sehr schön googeln. Und ich glaube, das war es an dieser Stelle auch schon. Auf den Punkt 15 Minuten. Läuft. Gibt's. Danke, Daniela. Sehr schön.